Gibt es etwas auf dieser Welt, was jeder Mensch sucht, was jeder Mensch will, wonach jeder Mensch strebt? Ja, das gibt es. Und es ist glücklich sein. Das, was dahinter liegt oder was das verschleiert, ist meistens Erfolg haben, Geld haben, Sex haben, Frauen haben, eine Beziehung haben, eine gute Beziehung zu Freunden haben, eine intakte Familie haben. Diese ganzen oberflächlichen Dinge, die weisen alle in eine Richtung, und das ist in die Richtung des Glücks, auf Englisch Happiness. Also man will immer glücklich sein, erfüllt sein. Und das ist im Prinzip alles, was wir tun, machen wir deshalb, weil wir glücklich sein wollen. Auch die kleinsten Dinge, die wir tun, tun wir deshalb. Und es ist wichtig zu wissen, dass unser Zustand, unser natürlicher Grundzustand, der Zustand des Glücklichseins ist. Wir wissen das als Kinder intuitiv, aber im Laufe des Erwachsenenwerdens wird uns gelehrt oder uns wird quasi anhand von Beispielen klar gemacht, dass der Grundzustand, der natürliche Zustand, das Unglücklichsein ist und dass wir nach Glück streben müssen, dass wir quasi etwas erreichen wollen, nach etwas greifen müssen, um glücklich zu sein. Und ich rede jetzt nicht von dieser Emotion Glück, sondern ich rede von dem Zustand des Glücklichseins. Die Emotion Glücklichsein ist meistens nur eine Überdeckung des Nichtglücklichseins. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Achterbahn fahren oder ein gutes Essen vor uns haben oder Sex haben oder viel Geld gewinnen oder viel Geld verdienen, irgendwelche Anerkennung bekommen, dann ist das ein Zustand, ein glückliches Gefühl. Dieses Gefühl verdeckt das negative Gefühl, dass wir etwas nicht haben. Das heißt, es überdeckt es für einen gewissen Zeitpunkt und dann plötzlich fühlen wir uns wieder unglücklich, unerfüllt. Das hat aber nichts mit dem richtigen Zustand des Glücklichseins zu tun, diesen Zustand des Seins. Und um diesen zu erreichen, müssen wir erstmal erkennen, dass es unser natürlicher Zustand ist und dass wir es nur verlernt haben, so glücklich zu sein. Und zweitens ist es wichtig, nicht zu denken, okay, ich bin jetzt glücklich, ist mein natürlicher Zustand, ich muss nichts mehr tun. Nein, diese Dinge kann man natürlich trotzdem noch tun. Es ist aber wichtig zu erkennen, dass sie nicht dafür getan werden müssen, um glücklich zu werden, sondern dass sie getan werden, weil man sich ausdrücken will. Man tut sie also nicht, weil einem etwas fehlt und man etwas braucht, also aus einem Zustand heraus des Mangels, sondern man tut sie aus einem Zustand der Fülle heraus. Das ist dasselbe, wie wenn wir arbeiten. Und wenn jetzt jemand sagt, du hast jetzt alles Geld der Welt und du würdest dann sagen, ha, dann würde ich nie wieder arbeiten. Schön und gut, das sagt man so daher. Aber nach ein paar Tagen wird es dir langweilig sein und du tust irgendetwas, willst irgendetwas tun, was im Prinzip auch Arbeiten entsprechen würde, auch wenn du dafür dann kein Geld bekommst. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir denken, ach, wir sind glücklich und wir brauchen ja nichts mehr, dass wir dann einfach da liegen und nichts mehr tun. Im Gegenteil, wir handeln dann aus einem Zustand der Fülle heraus, weil wir wissen, dass es unser natürlicher Zustand ist. Und ich vergleiche es gerne mit einem Fluss. Ich hoffe, man sieht es hier. Hier ist ein kleiner Fluss, der fließt, wenn auch sehr langsam. Und der Fluss ist im Fluss, deswegen heißt er Fluss. Also er fließt. Und unser Leben fließt auch. Und wir versuchen oft, uns irgendwo festzuhalten, um irgendwas zu erreichen, was wir noch nicht haben. Das heißt, wir fließen im Fluss des Lebens. Ständige Veränderungen. Das Wasser sieht immer anders aus. Das Leben, die Lebensumstände verändern sich ständig. Jeder Tag ist ein anderer. Wir können nichts festhalten. Wir versuchen aber, alles festzuhalten. Und wenn wir es nicht materiell versuchen festzuhalten, dann versuchen wir es in unseren Gedanken festzuhalten. Versuchen wir uns Gedankenstrukturen aufzubauen, wie etwas zu sein hat. Und dieser Gedankenstrukturen festzuheben, der Mensch ist so, der Mensch ist so, der hat das, ich bin gut, der muss so auf mich reagieren. Man hält also fest, als ob man sich an einem Stamm festhält und der Fluss des Lebens die ganze Zeit an einem reißt. Und dass man damit nicht glücklich wird, ist logisch, weil man leistet Widerstand gegen den natürlichen Fluss des Lebens. Anstatt loszulassen und sich in diesem Fluss treiben zu lassen und die Dinge, die auf dem Weg einen passieren, diese anzunehmen, zu genießen und dann wieder loszulassen. Und zu erkennen, dass das wahre Glücklichsein ist und nicht das Anhaften an Dingen, das Festhalten und sich mitreißen lassen und versuchen, gegen den Fluss des Lebens anzukämpfen,
sondern erkennen, dass das Leben sich ständig ändert, dass Menschen von uns gehen, dass Geliebte von uns gehen, dass Geld von uns geht, dass materielle Dinge von uns gehen, dass Freundschaften von uns gehen und auch wiederkommen. Wenn wir nicht erkennen, dass diese Dinge von uns gehen, dann können wir auch nicht akzeptieren oder zulassen, dass neue Dinge kommen, dass neue Freundschaften kommen. Dann bleiben wir festgesteckt und denken die ganze Zeit, warum ist das Leben so schwer, warum ist es so ungerecht, warum bekomme ich nie das, was ich will. Ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.